Hallo zusammen, in diesem Video bekommt ihr einen Überblick zum Samsung Galaxy S22 Plus. In der öffentlichen Wahrnehmung sind zwei Hersteller der Inbegriff für Smartphones. Das ist Apple mit iOS und für Android wird fast immer Samsung als erstes genannt. Das Samsung Galaxy S22 Plus will wieder den Standard für Android-Smartphones setzen. Die Konkurrenz rückt aber immer näher oder ist sie sogar schon vorbeigezogen? Währenddessen bei der S21-Reihe teilweise auf Kunststoffrückseiten gesetzt wurde, ist man jetzt zurück zum reinen Glas-Sandwich-Design. Der Kamerabumper fließt auch nicht mehr aus dem Rahmen wie beim Vorgängermodell, sondern wirkt etwas mehr aufgesetzt. Trotzdem geht das Kameramodul komplett bis zum Rand. Zwar ist der Rahmen leicht abgerundet, aber insgesamt handelt es sich hier um ein sehr kantiges Design, wie wir es auch von vielen neuen Smartphones kennen. Ein großer Pluspunkt der Galaxy S22-Reihe dürfte die große Auswahl an Farben sein. Hier sollte jeder das passende Design finden. Die matte Glasrückseite ist kaum für Fingerabdrücke anfällig und trägt zu einem sehr hochwertigen Eindruck bei. Das Galaxy S22 Plus ist dabei nur 7,6 mm dick und wiegt 195 Gramm. Im Rahmen finden wir dann noch einen nach unten gerichteten Lautsprecher, der zusammen mit dem Lautsprecher in der Hörmuschel ein Stereo-Lautsprecherpaar bildet. Dieser Stereo-Lautsprecher kann mit klarem und lautem Sound überzeugen. Das 6,6 Zoll große, flache Dynamic AMOLED Display gehört zu den besten, die man bekommen kann. Samsung stellt für die meisten Smartphones auf dem Markt die Bildschirme her und verbaut in den eigenen Flaggschiffen natürlich das Beste, was möglich ist. Für ein flaches Display sind die Ränder absolut minimal und auch das Punch-Hole in der Mitte fällt sehr klein aus. Die Farben, Schwarzwerte und Blickwinkel sind brillant. Und bei der Bildschirmhelligkeit von bis zu 1750 Nits sucht man seinesgleichen. Die adaptive Bildwiederholungsrate erreicht bis zu 120 Hertz und lässt die Inhalte so besonders flüssig über den Bildschirm gleiten. Der Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Display funktioniert sehr schnell und zuverlässig. Eine kurze Berührung des Bildschirms an der richtigen Stelle reicht aus, um das Galaxy S22 Plus sicher zu entsperren. Die Position ist dabei gut gewählt, sodass man diese ganz intuitiv immer wieder trifft. In der Vergangenheit hatte Samsung einen schlechten Ruf, was die Software angeht, aber die alten Vorteile können wir zum Glück mittlerweile zur Seite schieben. Der Android-Skin One UI läuft reibungslos, bietet viele Funktionen, ohne überladen zu wirken. Dabei läuft das Galaxy S22 Plus mit Android 12 und auch weitere Software-Updates sind versprochen. Diese kommen auch zeitnah auf das S22 Plus. Und so hat man auch noch in ein oder zwei Jahren ein Smartphone, das up-to-date ist. Was für viele immer noch ein Dorn im Auge ist, ist, dass Samsung die S22-Reihe in Europa mit dem Exynos-Prozessoren anbietet und nicht mit den Qualcomm-Snapdragon-Prozessoren. So ist in der europäischen Variante der Exynos 2200 verbaut. Und auch wenn dieser grundsätzlich nah an dem Snapdragon 8 Generation 1 heranreicht, muss man hier dennoch Abstriche bei Performance und Akkulaufzeit machen. Wir haben in unserem Test ein Importgerät aus China verwendet, welches den Qualcomm Snapdragon 8 Generation 1 verbaut hat. Neben dem Prozessor ist natürlich auch der Arbeitsspeicher und der interne Speicher für die Performance eines Smartphones verantwortlich. Im Samsung Galaxy S22 Plus sind 8 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher und 128 GB UFS 3.1 interner Speicher verbaut. Diese Hardware sorgt natürlich für fantastische Performance-Werte, egal in welcher Situation oder mit welcher App. Das bestätigen auch noch einmal die Benchmark-Werte. So erhalten wir 1124 Punkte im Single-Core und 3446 Punkte im Multicore-Score beim Geekbench-Benchmark und 13825 Punkte im PC-Mark-Performance-Test. Das sind hervorragende Werte und diese Performance kann das Galaxy S22 Plus auch über einen längeren Zeitraum halten. In Sachen Konnektivität bekommen wir hier auch das Beste vom Besten. So haben wir Dual 5G, Wi-Fi 6 und 6E, Bluetooth 5.2, NFC und einen USB-C 3.2 Gen 1 Port, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Die Frage, ob der 4500 mAh große Akku mit dem Bildschirm und der Performance mithalten kann, muss man eher mit einem Nein beantworten. Zwar kann man es durch einen normalen Tag schaffen, sollte der Tag aber mal etwas länger gehen oder man das Samsung Galaxy S22 Plus etwas mehr fordern, kann es schon sehr knapp werden. Im PC-Markt Battery Test kommen wir auf 10 Stunden und 55 Minuten. Dies bedeutet im Alltag, dass man lieber bei Gelegenheit nachladen sollte, um dann nicht am Ende des Tages mit einem leeren Akku dazustehen. Der Akku kann mit 45 Watt Kabel gebunden und mit 15 Watt Kabel losgeladen werden. Außerdem USB-C auf USB-C Kabel ist aber kein Equipment fürs Laden im Lieferumfang enthalten. Hier muss man also auf alte Netzteile zurückgreifen oder noch einmal in die Tasche greifen.
Reverse Wireless Charging ist mit 4,5 Watt möglich. Dass wir hier ein starkes Kamerasetup erwarten dürfen, ist eigentlich auch klar. Im Punch-Hole ist eine 10 Megapixel Frontkamera verbaut und auf der Rückseite eine 50 Megapixel Hauptkamera mit OIS, eine 10 Megapixel Telekamera mit einem dreifach optischen Zoom und OIS sowie eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Von den Megapixeln her klingt das vielleicht nicht extrem beeindruckend, aber die Fotos und Videos sind hier entscheidend. So produziert die Selfie-Kamera sehr ansehnliche Bilder, sowohl im Automatik- als auch Porträtmodus. Dabei bietet die Kamera auch zwei Brennweitenoptionen. Hier handelt es sich aber um einen softwareseitigen Zoom, der dem Nutzer aber trotzdem etwas mehr Spielraum gibt. Die Fotos der Rückseitenkameras sehen gut aus und sind auch sehr gut aufeinander abgestimmt. Von der Ultraweitwinkel über die Hauptkamera bis zur Telekamera sehen die Bilder sehr gut aus. Fotografiert man aber eine Person im Automatikmodus, wird das ganze Bild etwas zu stark aufgehellt. Das rettet das Samsung Galaxy S22 Plus aber wieder, wenn man in den sehr guten Porträtmodus wechselt. Für Aufnahmen bei schlechten Lichtbedingungen sollte man auf jeden Fall den Nachtmodus nutzen, der das Bild deutlich verbessert. Einen Makromodus gibt es nicht, aber man kann mit der Telekamera recht nah an Objekte heran und so immer noch sehr viele Details einfangen. Videos können wir mit der Frontkamera mit bis zu 4K 60 FPS aufnehmen und diese sehen genauso toll aus wie die 8K 24 FPS Videos mit der rückseitigen Kamera. Die Videos sind alle gut stabilisiert, die Farben, Details und der Dynamikumfang können ebenfalls überzeugen. Das Kamerasetup im Samsung Galaxy S22 Plus ist sehr ausgewogen und kann in fast allen Bereichen punkten. Wenn es um das Display, Performance oder Kameras geht, lässt das Galaxy S22 Plus fast keine Wünsche offen. Nur der Akku schwächelt etwas und der Preis dämpft die Freude. Mit 1049 Euro muss man schon sehr tief in die Tasche greifen, um ein Samsung Galaxy S22 Plus sein eigen nennen zu dürfen. Aber wer ein Android-Smartphone haben will, das in fast allen Punkten den höchsten Standard für Android-Smartphones setzt, sollte zum Galaxy S22 Plus greifen. Nur wenige andere Smartphones können es mit dem Samsung Galaxy S22 Plus aufnehmen und dann bewegt man sich preislich in sehr ähnlichen Bereichen. Würdet ihr so viel Geld für ein Smartphone ausgeben, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Falls ihr noch mal ein ausführliches Review zum Samsung Galaxy S22 Plus sehen wollt, schaut mal auf dem verklickt YouTube-Kanal vorbei. All das hier könnt ihr auch noch mal auf verklickt.de nachlesen.